Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auch heute beten wir wieder gerne für dich. Wir freuen uns sehr über folgende Resonanz. Liebe Freunde aus Karlsruhe, vielen Dank für eure Ermutigung in diesen Krisentagen des Alleinseins. 14 Wochen, 6 Stunden am Tag unter Maske, das macht selbst den Stärksten schwach. Ihre Ermutigung kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Danke dafür und Gottes Segen. Und das wollen wir auch heute, dich ermutigen, dran zu bleiben und deine ganze Hoffnung auf Jesus zu setzen. Hoffnung um 12. Und wie Isolde sagte, wir wollen dich ermutigen. Ich sage dir heute, erweitere dein Gebiet. Ja, und schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Und wir beten auch für alle Anliegen, die hier nicht vorgelesen werden. Erweitere dein Gebiet. Da steht in Jesaja 54, Vers 2. Vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Ja, das heißt nicht, dass du jetzt praktisch dein Haus oder deine Wohnung vergrößern sollst, sondern dein Leben. Das, was dein Leben ausmacht, der Inhalt deines Lebens. Und ich glaube, dass über diese Krisenzeiten du so manchmal die Zeltpflöcke enger gesteckt hast, weil es nicht anders für dich möglich war. Aber jetzt beginne wieder die Zeltpflöcke weiter zu stecken. Ja, du sagst, wie soll ich das? Mir fehlt das, mir fehlt jenes. Ich sag dir, darum haben wir Gott. Er zeigt dir, wo du weiter stecken darfst. Und Glaube ist wirklich eine Sache, die wir brauchen. Und Glaube auch in einem Bereich, was dir unmöglich ist. Denn bei Gott ist alles möglich. Das kann mit Heilung zusammenhängen, das kann mit deinem Job zusammenhängen oder was auch immer. Glaube an mehr, wie du erfassen kannst. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt mit jedem bist, der beginnt wieder die Zeltpflöcke weiter zu stecken. Und ich danke dir, das Zelt zu vergrößern, Herr. Ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass du in jedem zeigst, denn die Dimensionen, die möglich sind, für ihn. Ich danke dir auch für das, was vielleicht für den Nachbar oder für einen Menschen, der nicht an dich glaubt, nicht möglich ist. Herr, ich danke dir dafür, dass es in deinem Wort heißt, dass du mit deinen Kindern bist. Und Herr, das sind wir. Jeder, der Ja zu dir gesagt hat, gehört zu dir. Ich danke dir für deine Dimensionen. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns und bittet für ihre Ehe. Bitte beten Sie für meinen Mann und mich. Wir sind uns fremd geworden. Wir kritisieren uns gegenseitig. Seit er vor 5 Jahren in den Vorruhestand ging und immer zu Hause ist, ging es los. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Ich habe damit begonnen mit der Entfremdung und jetzt finde ich keinen Weg zurück in eine liebevolle Beziehung. Bitte beten Sie für uns, dass wir uns verzeihen und wieder liebevoll miteinander umgehen können. Jesus, wir danken dir, dass wir dir dieses Ehepaar jetzt bringen dürfen und dass du sie wunderbar segnest. Danke, Jesus, dass dieser Kritikgeist entmachtet ist und dass er keine Wirkung mehr hat, wo sie immer aneinander rumkritisieren. Danke, Jesus, dass dieser Kritikgeist ein Ende hat und entmachtet ist. Und wir danken dir, dass du da eingreifst und dass du eine andere Gesinnung schenkst. Danke, Jesus, und aber auch Vergebung. Danke, dass sie sich gegenseitig vergeben können und dass wieder eine neue Liebe aufkommt füreinander. Danke, Jesus, dass du Neues schaffst, dass du neue Dimensionen eröffnest in dieser Ehe. Und wir danken dir, dass du der Herr bist, auch über diese Ehe und dass du eingreifst und dass du alles lenkst und leitest. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns über WhatsApp: Mir geht es sehr schlecht und ich bin sehr traurig. Seit 2015 leide ich an einer Atlasblockade und an chronischem Dauerschwindel. Seit ein paar Tagen leide ich zusätzlich an Schmerzen, Kribbeln und Kraftlosigkeit in meinen Beinen. Meine Beine schlafen ein und ich habe große Angst, nicht mehr laufen zu können und im Rollstuhl zu landen. Ich bin erst 31 Jahre alt.
Bitte beten Sie, dass meine Halswirbelsäule in die richtige Position kommt, dass die Atlasblockade verschwindet und dass die Krankheiten verschwinden. Ich will endlich wieder gesund sein und keine Probleme in meinen Beinen haben. Danke. Jesus, wir danken dir für diesen jungen Mann, dass du ihn anrührst. Danke, dass deine Macht größer ist wie diese Krankheit. Und ich danke dir, dass wir diesen Knochen in der Halswirbelsäule befehlen dürfen, an ihren Platz zu gehen und normal zu funktionieren, so wie es im Schöpfungszustand vorgesehen ist. Und ich danke dir, Jesus, dass all diese Nebenwirkungen aufhören, dieses Kribbeln in den Beinen, diese Kraftlosigkeit und dieser Dauerschwindel. Danke, Jesus, dass das aufhört und dass es wieder in die richtigen Funktion kommt. Danke, Jesus, dass dieser Rücken, diese Wirbelsäule, diese Halswirbelsäule wieder voll funktionsfähig ist und dass dieser Mann wieder wunderbar laufen kann und völlig gesund sein darf, so wie es in deinem Wort steht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ein junger Mann hat folgendes Gebetsanliegen. Hallo, ich bin 16 Jahre alt und gehe auf ein Gymnasium 10. Klasse. Durch Corona konnte ich die letzten 3 Monate meine Noten nicht verbessern und jetzt habe ich in 2 Fächern eine 5. Ich habe nur noch 6 Wochen, um nicht durchzufallen. 3 Wochen in der Schule und 3 Wochen Videokonferenz. Ich will Gott vertrauen und brauche unbedingt in den letzten Wochen bessere Noten, um das Jahr nicht wiederholen zu müssen. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr für mich betet. Für Gott ist nichts unmöglich. Ja, das wollen wir ganz gerne tun. Und ich glaube, da sind noch mehrere in solchen Situationen. Danke, Herr, dass du jetzt, Herr, diesen jungen Mann kennst. Du siehst seine Hilflosigkeit in der Situation und ich danke dir dafür. Herr, dass du ihn mit übernatürlicher Weisheit ausstattest, mit salomonischer Weisheit. Herr, dass er auch genau das lernt, was an der Prüfung drankommt. Ich danke dir dafür. Schenk ihm auch Ruhe drüber, dass er nicht immer über die Fünfen und übers Durchfallen nachdenkt. Herr, ich danke dir. Herr, danke. Danke, Herr, dass du ihm zur Seite stehst und lass ihn das auch verspüren, Herr, wie ein Vater seine Hände auf die Schulter legt. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr. Auch all die anderen, die jetzt in Prüfungen stecken, in Abschlussarbeiten stecken, ich danke dir, Herr, dass du viel, viel Weisheit schenkst. Danke, Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen für 2 Enkelinnen. Ich habe eine 15-jährige Enkelin, sie hat große Kiefer- und Zahnprobleme. 4 Milcheckzähne sind noch nicht erneuert, sollen im Juni gezogen werden. Die Frage ist, ob die bleibenden Zähne selbst kommen oder durch eine OP geholt werden müssen. Und die nächste Enkelin hat bleibende Schneidezähne abgebrochen, auch äußerst kompliziert. Danke für eure Gebete. Ja, was es alles gibt, aber für Gott ist nichts unmöglich. Danke, Herr, dass du, Herr, wunderbar hilfst, Herr, in diesen Zahnproblemen, in diesen, Herr, das, was alles nicht jetzt natürlich gewachsen ist oder was kaputt gegangen ist. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich in die 2 Gebisse, Herr, deine Normalität hineinrufen dürfen. Danke, Herr, dass wirklich auch die Zähne natürlich kommen und schenk auch dem Zahnarzt richtig viel Weisheit. Herr, dass er ein Handlanger von dir sein darf und du der Heiler bist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Auch heute haben wir wieder wunderbare Zeugnisse, wo wir uns sehr darüber freuen. Auf WhatsApp schreibt uns jemand Folgendes. Guten Morgen, liebe Isolde und lieber Daniel Müller. Nach der Gebetsnacht 2019, als ich in Karlsruhe war, habt ihr am Ostersonntag um Lungenvolumen gebetet und ich habe für den Nachbarn und meinen Enkel kräftig mitgebetet. Und mein Enkel ist seitdem geheilt. Gottes reichen Segen und vielen Dank und eine schöne Woche. Ich freue mich schon wieder auf Hoffnung um 12. Viele liebe Grüße. Wie schön. Und eine Heilung von Krebs.
In der letzten Gebetsnacht hatte ich drei Gebetsanliegen. Das größte war, ich bat für meine Mama. Gott möge sie von Krebs heilen. Meine Mama hatte drei Krebstumore und viele Metastasen auf der Lunge. Der Krebstumor ist weg und heute bei der Untersuchung sind auch keine Metastasen mehr da. Wir sind so überwältigt. Welch ein Segen und Kraft. Gott hat meine Mama geheilt. Und wie wunderbar ist doch Gottes Eingreifen. Ja, es ist wirklich grenzenlos und so eine Vielfalt. Also es ist wirklich alles möglich. Und was bei dir schon möglich geworden ist durch Gebet, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute der Tipp des Tages. Ja, was ist in deinem Leben dein total unmöglich? Wo du sagst, das sollte möglich sein, aber ist eigentlich ein total unmöglich. Du hast schon vieles ausprobiert, total unmöglich. Nimm gerade das, spanne die Zeltpflöcke weiter, indem du jetzt ins Gebet gehst, wenn die Sendung zu Ende ist und sagst, ja Herr, ich greife es wieder auf, ich stecke die Zeltpflöcke weiter und das Unmöglich ist bei dir möglich. Bete so zu dem lebendigen Gott und glaube es. Und ich glaube, du wirst es Stück für Stück erfahren. Ja, du darfst uns weiter deine Gebetsanliegen senden, auch über Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, wenn du noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert hast, dann mach es jetzt. Du wirst dann immer informiert, wenn eine neue Sendung kommt oder einen neuen Beitrag. Und gerne senden wir dir auch unseren kostenlosen Gebetsleitfaden. Das ist etwas ganz Wunderbares. Es sind Tipps fürs Gebet. Du sagst vielleicht, ja, ich kann doch beten. Ja, glaube ich dir. Aber da sind Tipps drin. Ist auch das Vaterunser drin, aber nicht nur als Text, sondern wie wir das Vaterunser als richtiges Gebetsleben leben können und beten können. Wir wünschen dir Gottes Segen und einen guten Start in die Woche. Bis bald. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.